Hallo Leute, hier ist wieder euer Chillas Gamer 55 und hier direkt im Anschluss noch eine kleine Aufnahme, wieder mit Jake. Hallo. Ja, selbe Regeln wie gerade eben, ich verwende diesmal, ach genau, das kennt ihr bestimmt auch noch nicht, mein Gezeitentempo-Deck. Ja. Lass uns mal von dem Deck überraschen. Das Deck von vorhin war ja anders aufgebaut. Das Deck hier basiert drauf, dass die Pokémon so gut wie gar keine Rückzugskosten haben. Nur mal so im Voraus. Okay. Und was gerade. Ja, am Anfang. Und es ist schon mal ein super Start. Er wird immer besser. Oder? Ja, garantiert. Wow, das ist doch mal ein Start. So überzeugend positiv. Wow. Ein Kaumalat. Einfach weil ich's kann. Die ist doch noch aus den HS, oder? Ja. Gibt's halt jetzt nicht mehr, aber die Karte ist genial. Weil die nämlich auch mit Spezialenergien funktioniert. Okay. Ja. Und es hat natürlich schon was. Weil ich meine, sowas wie Benny funktioniert ja nur bei normal bei Basisenergien, aber ja. Nicht mit Spezialenergien. Und Befragung ist eigentlich recht gut. Bäm, ich box dich weg. Mit meinem Kaumalat. Okay, jetzt box ich dich definitiv nicht mehr weg. Ich glaube, das wird eine schnelle Runde. Ja. Das glaubst du, glaube ich, richtig. Ich glaube, du glaubst es richtig. Ja, Witz gemacht. Und jeder hat gelacht. Ja, jeder. Ich höre das Gelächter in allen Ecken. So. Na toll. Ach komm, nochmal eine Runde. Also, das kann man ja jetzt ruhig auch in einer Aufnahme machen, sind wir mal ehrlich. Ja, das glaube ich auch. Es war sehr kurz. Neuer Rekord. Ja. Naja, ich hab's. Ja, stimmt. Es geht eigentlich gar nicht besser. Einfach mal, weil es nervt. Schade, ich hab leider nicht das Barschwar aus Diamant Perl. Da gab es nicht ein Barschwar, das automatisch das Milotic raussuchen konnte. Es war dann natürlich genial, weil es halt kein Barschwar bleibt. Sodass man nur eine Runde warten musste. Ja. Aber sowas Tolles gibt's ja heute leider nicht mehr. Ja, die Welt kann grausam sein. Ja. Grausame Welt. Ach, das passt mir jetzt gerade ziemlich gut. Sehr schön. Aber weißt du was? Mir passt es auch super. Ich habe nämlich zwei Knacker auf der Hand. Und die brauche ich nicht. Okay. Demeteros. Na toll. Ups, ich habe gerade aus Versehen Minecraft gestartet. Verklickt. Egal. Schon wieder gestoßen. Ich glaube, ich kenne das Deck. Ist aber nur eine Vermutung. Ja. Also in dem. Ja, doch, das habe ich dir gestern, glaube ich, schon mal gezeigt. Kann das sein? Ja. Ach, das trifft sich jetzt. Einfach nur perfekt. Und ich hab genau die richtigen Energien für Demeteros. Passt doch, ich muss nicht mal meine allerlei Energie verschwenden. Ich hab genau den richtigen Gegner für dein Demeteros. Lass mich raten, es ist ein Bisofunk. Nee, Quatsch, es ist Suicune. Nein. Okay, so arg nerv ich dich jetzt. Nochmal Glück gehabt. Ernsthaft? Ja, ernsthaft. Ein Carpador mit 50 KP. Ich glaube, das wird dir später gar nicht passen, das Carpador. Das ist das heilige Carpador. Es hat 50 KP. Ja, das ja. Ist Gold, ne? Genau, das ist goldene Carpador. Einfach mal, weil es witzig wird. Du fängst jetzt schon wieder damit an. Ja. Natürlich. Wenn das so weitergeht, ertränkst du mich noch. Ha 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 ha. Mann, war da schlecht.
Das ist ein super Trank, würdest du jetzt bestimmt sagen. Ja, super tränkst du mich. Natürlich. Ich frage mich, woher das, du das gerade jetzt wusstest. Also, ja, da wäre ich jetzt ja nie drauf gekommen und so. Was nehme ich mir denn jetzt? Es ist so schwer, ich weiß nicht, was ich nehmen soll. Ich werde Bestimmt noch kommt jetzt das verrückt. Knocker. Ah. Wenn man davon ausgeht, was ich auf der Hand habe, dann schnappe ich mir natürlich das hier. Nee, dafür ist Fragosse zu angeschlagen. Das ist es Schade. nicht wert. Schade. Da kann ich weitaus sinnvollere Dinge tun. Ja. So, und jetzt kommt bestimmt dein Demeteros raus. Natürlich, Milotic ist nicht ausgerüstet, das kannst du vergessen. Doppelball. Auch noch aus HS. Ja. Die ganzen guten Karten aus HS habe ich nämlich noch. Na gut, die ganzen guten Trainerkarten. Beschränke ich mich mal darauf. Die Pokémon etwa nicht. Nicht wirklich die besten. Dachte es doch das Kaumalat von vorher. Ja, genau das Kaumelat. Und es schwört dir Rache. Ja. Gut, dann Mal muss man die. überlegen. Dann muss ich mal schnell wieder sein Gegner aufs Feld zaubern. Hammerkopf, okay. Das Carpador hat überlebt. Ja, es ist schade, dass du da die Karte angelegt hast. Sonst hätte ich dein Carpado erledigt. Habe ich, glaube ich, auch schon mal so gemacht, dass ich dein Carpado einfach eiskalt erledigt habe. Nee, das war Dings. Das war Barschwar. Stimmt, das war Barschwar. Da hast du recht. Und danke übrigens für diese tollen neuen Karten. Ich bin jetzt nur mein Knackrack los. Nee, bin ich nicht. Wart nur ab. Was du gerade gemacht hast, hat dir übrigens null gebracht. Ganz im Gegensatz dazu. Und jetzt Mal noch gucken, hier wie viel Knack kommt. Pokémon-Kommunikation. Ja, wie du siehst, das Knackrack, das hole ich mir wieder. Ja, dann muss ich gleich nochmal Kannst du entspielen. sowas von vergessen? Und weißt du was? Das Dragosso hole ich mir auch wieder. Och nee. Gerade hat man es fertig gemacht mit Hasse, der mir Tja. 10 Karten bringt. Mach dich vom Acker! Das hat mir jetzt aber nicht gefallen. Ich glaube, damit hast du erstmal was zum Kauen. Oh nein, ich weiß, was jetzt kommt. Aber ich werde dich trotzdem one-hitten. Warum? Wart nur ab, ich werde dich one-hitten. Auch wenn ich selber nicht überlebe, ich werde dich one-hitten. Mach dich vom Aha. Acker hat nämlich einen schönen Nebeneffekt. Ich hab's gemerkt. Ach, das trifft sich doch gut. Ich hab's gemerkt. Da ich das Pokémon sowieso verliere, bam. Das muss jetzt einfach sein. Yep. Das glaube ich Die dir Runde habe ich sofort. so gut wie gewonnen. Na, du hast den Tag noch nicht vor dem Abend loben. Wir haben aber schon Abend. Haha. Naja, fast. Naja, ich hab da noch einen kleinen Freund. Ein Lapras. Ja, das Lapras ist mir wohl bekannt. So. So. Ich dachte jetzt, du machst einen auf Komm Gegner und holst die Energie von Lapras an Carpador. Genau. Ja, einen auf Komm. Damit mein Gyarados nachher was zu spielen hat. Genau, und deshalb legst und deshalb verschwendest du natürlich extra einen Energieumschalter. Logik. Yep. Es gibt sehr viele logische Sachen. Der Sandgraf hat jetzt nicht sehr viel Ich hätte dich Freunde gefunden. beinahe besiegt. Beinahe. So einfach mal, weil ich's kann. Nee, nee. Und du kannst mich immer noch mal. Muhahaha. Ich habe mir auch überlegt, ihn gerade anzugreifen. Dein nettes Knocker. Das hat Sonst nicht kriegst du nichts. erstmal die Kopfnuss. Eine flinke Kopfnuss. Ja.
Einfach mal zum Spaß. Hahaha, wie ironisch. Ich habe übrigens, falls du das hier besiegst, noch ein fertig ausgerüstetes Milotic für dich übrig. Und deine ganzen Pokémon mit 90 KP gehen mir gehörig auf den Geist. Muss ich mal so sagen. Das hoffe ich. Dafür habe ich sie nicht in meinem Deck. Erstmal Knogger ausrüsten und ich beende das Ganze mal wieder mit einer flinken Kopfnuss. Okay. Oh, da ist das heilige Karpador. Ja. Hat nicht ganz ausgereicht. Schade. Beinahe hat es mich besiegt. Ich wurde beinahe von einem Karpador besiegt. Ich gehe jetzt in die Ecke und schäme mich. Weil es ein Karpador ist. Weil es ein Karpador ist. Deshalb. Einfach nur deshalb. Na toll. Ich mach dir sogar null Schaden. Ja, mit nasse Patsche, aber die kann auch ziemlich viel Schaden machen, wenn man Glück hat. Das wäre doch mal witzig. Ein EX-Pokémon mit Karpador besiegen. Naja, das ist. Ja. Ich habe mal gegen jemanden gespielt. Da hatte ich einen Waumpel. Also gesagt, ich hatte Zekrom X draußen. Das war bei meinen echten Karten. Und der hat mein Zekrom X mit einem Waumpel besiegt. Mit Gift oder was? Ja, mit einem Waumpel. Zekrom X mit einem Waumpel. Hallo? Ja, also, Gift ist gut, aber Waumpel ist Waumpel. Okay. Ja, Waumpel ist und bleibt ein Waumpel. Oh, das war jetzt eigentlich auch wieder eine recht interessante Runde. Ja. Waren jetzt halt zwei kürzere Runden. Dann würde ich mal sagen, das wäre es dann auch für heute. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann gebt mir doch einen Daumen nach oben. Und wenn ihr mehr von mir sehen wollt, dann drückt doch auf den roten Button in der Ecke von meinem Kanal. Mein Kanal, genau, mein Kanal. Also das Ding, wo abonnieren draufsteht, dass wir uns hier nicht falsch verstehen. Ja, und ich würde mal sagen, bis denne.